Moin. Jo, ja, vorab der Videotitel, der ist ein bisschen, vielleicht jetzt nicht beknackt, vielleicht aber doch. Auf jeden Fall entschuldige ich mich für den. Jedoch ist er am Ende auch durchaus treffend und in Ermangelung an einen besseren Titel habe ich ihn halt gewählt. In dem heutigen Video wird erneut für den guten Zweck Knives and Gear und das Volk gebracht. Und ich hoffe sowohl, dass für euch etwas dabei ist, wie auch, dass ihr zahlreich, sofern es euer Budget denn zulässt und ihr Interesse habt, mitbieten werdet. Wie immer möchte ich ganz transparent aufzeigen, wohin das hier eingenommene Geld zu 100% fließen wird. Jedoch wird das diesmal, etwas komplizierter, denn, es geht um eine einzelne Privatperson. Und daher muss natürlich die Privatsphäre geschützt und bewahrt werden. In der Vergangenheit haben wir zumeist Vereine und wohltätige Organisationen unterstützt. Diesmal jedoch ist es mir ein Anliegen, einem einzelnen Menschen zu helfen. Warum dem so ist, das versuche ich euch nun darzustellen, zu erklären. Letztes Jahr habe ich mich mit einem sehr guten und lieben Freund getroffen, dem Michael Stürz. Michael ist ebenfalls ein hoffnungslos verlorener Messerliebhaber und Gear-Junkie. Und uns verbindet nun seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft. Manch einer von euch kennt den Micha vielleicht aus den Videos Knife Talk mit Micha und Glenn Farklas. Ich werde versuchen, dran zu denken, die Videos in der Videobeschreibung mit zu verlinken. Oder Sie kennen Micha aus diversen Messergruppen auf Facebook. Nur so viel. Micha ist ein super Typ, und ebenso super ist sein Beruf, welche vielmehr auch seine Berufung darstellt. Michael arbeitet in Bielefeld beim sozialen Träger und sein Wirkungsfeld umfasst neben der psychiatrischen Pflege auch die Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe halte ich persönlich für ungemein wichtig. Sie hilft Menschen zu unterstützen, die im tagtäglichen Ablauf aufgrund von zum Beispiel Behinderung jene Hilfe benötigen, ohne natürlich sie diesbezüglich zu bevormunden. Und es gibt auch Personen, deren persönlicher Lebensweg durch Schicksalsschläge so gezeichnet wurde, dass sie dass sie vom selbigen abgekommen sind. Zumindest so weit, dass vieles sich nicht mehr in solchen Bahnen bewegt, die meisten von uns als normal und geordnet bezeichnen würden. Und da kommen dann Menschen wie Micha ins Spiel, die diesen Personen, ihren Klienten dann bei vielen Aufgaben und Alltagshürden helfen und unterstützen. In unserem Fall hier geht es nun um eine Person, die aufgrund der bestehenden Lebenssituation seit Jahren nicht mehr in der Lage ist, sich persönliche Wünsche zu erfüllen. Und da spreche ich gar nicht von Reisen oder von Dingen, die einen gewissen Luxus bedeuten. Hier geht es um so etwas Banales, wie jedoch auch elementar Wichtiges, wie ein Bett. Michael erzählte mir da natürlich auch in der Wahrung der Privatsphäre, dass diese Person seit Jahren in einem Bett schläft, das in einem desolaten Zustand ist. Dementsprechend fällt natürlich auch der Schlaf aus und wir alle wissen ja, wie wichtig es ist, gut zu schlafen. Nur so kann man energetisch den kommenden Tag angehen. Und die finanzielle Lage dieses Menschen, dieser Person, befindet sich stets in einem prekären Zustand und er konnte über all die Jahre sich kein neues Bett kaufen, obwohl es dahingehend immer wieder Anstrengungen gab. Aber so manch einer von euch kennt das vielleicht, wenn man einmal in einem tiefen Loch sitzt, das ist einfach verdammt schwer, da wieder raus, raus und auf einen grünen Zweig zu kommen. Jo, und genau da setzen wir jetzt mit dieser Spendenaktion an. Nachdem Micha mir von dieser Person erzählte und seiner Situation, konnte ich seine Worte einfach nicht mehr abschütteln, sondern dachte mir, da muss man doch irgendwas machen können. Und genau das tun wir jetzt mit
diesem Video, mit dieser Spendenaktion. Ich selbst kenne die besagte Person nicht, um welche es hier geht. Ich kenne sie weder persönlich noch namentlich. Ich halte jedoch für Michael die Hand ins Feuer und verspreche euch in meinem Namen, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass wirklich ein jeder Euro zu 100% dort ankommt, wofür er angedacht ist. Nämlich für die Beschaffung eines neuen und stabilen Bettes, einer neuen Matratze, eines neuen Kissens, ebenso natürlich einer neuen Bettdecke und natürlich auch neuer Bettwäsche. Im Grunde fehlt es dort aber an jeder Ecke und sollte am Ende noch Geld übrig sein, also nach dieser Hauptanschaffung, Bett und Zubehör, dann wird dies auch dafür aufgewendet, um die Lebenszustände, um die Lebensumstände an sich zu verbessern, ja, im Idealfall natürlich zu verschönern. Und da all diese Dinge ja nicht für 50 Euro zu haben sind, hoffe ich natürlich, dass ihr zahlreich mit Geboten dabei seid, wenn euch denn was hier gefällt. Und bedanke mich generell vielmals für eure Unterstützung, für den Support. Ebenso bedanke ich mich vielmals bei den Leuten, die mir Sachen zugeschickt haben, damit wir solche Spendenaktionen auf die Beine stellen können. Und ganz nebenbei sollte zufällig ein Möbelhändler aus Bielefeld oder Umgebung zusehen, der auch Betten verkauft und der sich denkt, na, da spende ich doch eines. Der kann, der nimmt bitte Kontakt zu mir auf. E-Mail findet er in der Videobeschreibung. Da dies aber eher unwahrscheinlich ist, machen wir jetzt hier Nägel mit Köpfen und ich zeige euch mal, was ihr hier ersteigern könnt. Übrigens, alle relevanten Infos zu dieser Spendenaktion, also wie lange sie läuft, beziehungsweise wann sie endet, wie die Bezahlung vonstatten geht, wie ihr bieten könnt, die Versandkosten, all das findet ihr aufgelistet in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch eine Zeitlinie, anhand derer ihr schnell die einzelnen Versteigerungen anklicken könnt. Solltet ihr Interesse an einem der Messer haben, welches hier jetzt versteigert, von euch ersteigert werden kann, dann hängt euer Gebot bitte als Antwortkommentar an einen der von mir schon vorgefertigten Versteigerungskommentare. Dort und bitte nur dort eure Gebote bei Interesse hinterlassen. Wenn ihr einfach so ein Gebot abgebt, kann es gut sein, dass mir das manchmal nicht angezeigt wird von YouTube. Und daher geht das verloren, fließt nicht mit rein. Also bitte dort und nur dort euer Gebot als Antwort an mein Versteigerungskommentar ranhängen. Anhand dieser Versteigerungskommentare könnt ihr dann immer auch schnell sehen, wo das aktuelle Höchstgebot liegt und müsst nicht die ganzen Kommentare durchscrollen. Aber fangen wir jetzt mal an. In der ersten Versteigerung, da könnt ihr ein Wolfgangs Outdoor-Messer ersteigern. Dieses Modell hier mit den orangenen G10-Griffschalen und D2-Stahl, das habe ich erst vor einiger Zeit vorgestellt. Ich versuche dran zu denken, das Video zu verlinken im Versteigerungskommentar auch. Und das befindet sich in einem neuwertigen und in einem tadellosen Zustand und kommt natürlich komplett mit allem Zubehör, mit der Original-Box, die ist natürlich auch dabei. All das wird dazu geliefert. Und wer weitere Infos benötigt, wie schon erwähnt, der schaut sich am besten mein Video dazu an. Link zum Video findet ihr, wie erwähnt, im Versteigerungskommentar Nummer 1. Bei der zweiten Versteigerung, in Versteigerung Nummer 2, könnt ihr ein großartiges Messer von Böker ersteigern, nämlich das Titanworker, Fertigung in Solingen. Das Titanworker war, das war vor vielen Jahren eines meiner Traummesser. Ich habe das damals auch gehabt, ich habe es in einem Video vorgestellt, allerdings nicht dieses Modell hier, sondern halt das meinige damals. Ich werde versuchen dran zu denken, euch das Video vom Vorbesitzer, dem Alexander Müller, mit zu verlinken. Da könnt ihr euch das Messer hier auch nochmal ansehen.
Das Video vom Alexander zeigt euch, wie gesagt, dieses Modell. Und auf diesem Wege gehen die besten Grüße und ein dickes Dankeschön auch an den Alexander raus für diese tolle Spende hier. Kurz noch ein paar Infos zum Titanworker. Das Titanworker wurde benutzt, das hat also Gebrauchsspuren, befindet sich aber in einem optisch guten Zustand und technisch in einem sehr guten Zustand. Es ist ein Zweihandmesser, somit 42A-konform. Die Klinge wurde von mir geschärft, die kommt hairpopping sharp zu euch. Wir haben keinerlei Klingenspiel. Geschlossen steht die Klinge mittig, der Detent hält die Klinge hier ganz sauber, Klingenlauf ebenso, ganz wunderbar, Klinge läuft auf Washern, wir haben Titanbacken und wir haben Titanliner, ja, und wunderschöne braune Mikata-Griffschalen. Ich weiß genau, warum ich mich damals in dieses Modell verliebt habe. Macht mich immer noch tierisch an. Gesamtlänge beträgt ungefähr 19,5 cm. Und was noch ganz wichtig ist zu erwähnen, es gibt den Originalclip noch. Den bekommt ihr natürlich auch mitgeschickt. Jedoch, es sind keine Schrauben mehr vorhanden, welche man zur Montage benötigt. Da müsst ihr also selbst mal gucken, ob man passende findet, ob ihr passende habt oder Böker diesbezüglich anschreiben. Das also im Hinterkopf behalten. Und bei Interesse an diesem tollen Messer, einfach Versteigerungskommentar 2 abchecken und dort als Antwort euer Gebot ranhängen. Wird übrigens nicht mehr produziert, dieses Modell. Ist also eine schöne Chance, eventuell günstig an dieses Modell ranzukommen. In der dritten Versteigerung könnt ihr ein Real Steel 3001 Precision mit schwarzen G10-Schalen ersteigern. Ein dickes Dankeschön geht auf diesem Wege an den Dirk raus, an den Dirk Pflugrath für diese tolle Spende. Vielen Dank, Dirk. Dieses Modell hier befindet sich in einem erstklassigen Zustand, quasi neuwertig, würde ich sagen. Wer also ein top eingestelltes Real Steel Modell im Poltergeist Works Design sucht, der könnte hier fündig werden. Bei Interesse also euer Gebot bitte als Antwort an Versteigerungskommentar Nummer 3 hängen. Jo, und in diesem Versteigerungskommentar findet ihr auch einen Link zu meiner Vorstellung zum 3001 Precision. In der vierten Versteigerung, da könnt ihr eine klasse OLED-Lampe ersteigern. Das hier ist das etwas ältere Modell, das S20 Baton. Leider habe ich nicht mehr auf dem Schirm, von wem genau ich diese Lampe seinerzeit bekommen habe. Das tut mir sehr leid, dafür möchte ich mich entschuldigen. Für gewöhnlich mache ich mir kleine Infos, pack die dazu. Hier habe ich kein Zettelchen mehr gefunden. Kann sein, da die Sachen mehrfach die Kartons wechselten, dass ich den verloren habe. Ich weiß es leider nicht mehr. Sollte besagte Person jetzt zuschauen, gerne kommentartechnisch mal Hallo sagen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese tolle Spende. Die S20 Baton hier, die wurde benutzt, befindet sich aber in einem optisch guten Zustand und funktioniert elektronisch tadellos. Habe ich natürlich auf Funktion getestet. Ihr bekommt hier eine Top-Lampe. Die Gesamtlänge ist ca. 10 cm und betrieben werden kann die Lampe entweder mit einem 18650er Akku, der ist jedoch nicht dabei, oder mit zwei CR123A Batterien. Wie gesagt, 18650er Akku nicht dabei, aber ich werde euch zwei CR123A Batterien mit dazu packen, damit die Lampe von der Person, die sie ersteigert, auch gleich benutzt werden kann. Wir haben OLED typisch die Möglichkeit, über einen Doppelklick in die höchste Lichtstufe zu kommen. Das wären hier 550 Lumen. Ein weiterer Doppelklick bringt euch in den Strobe-Mode. Und wenn die Lampe aus ist und man den Seitenklicker, Funktion Bedienung über Seitenklicker hier für 2 Sekunden hält, dann kommt man in einen Moonshine-Mode, der hat 0,5 Lumen.
Die normalen Lichtstufen durchläuft man, wenn man den Seitenklicker gedrückt hält. Und die haben dann eine Abstufung von Low, das sind 5 Lumen, Medium 120 und High 550. Also eine sehr, sehr sinnvolle Aufteilung. Im Seitenklicker eingearbeitet ist da noch ein Power-Indikator. Die Endkappe ist hier magnetisch, beziehungsweise enthält einen demontierbaren Magneten. Und der lange Clip hält die Lampe sicher am Mann oder an der Ausrüstung. IP-Schutzklasse ist X8. Die hat einen Memory-Effekt und Tailstand-fähig ist die Lampe auch noch. Ich denke, das sind so die wichtigsten Infos zu dieser Lampe. Klasse Fackel. Und ich hoffe, auch hier kommen einige Euros bei rum. Und der neue Besitzer hat viel Freude mit der Lampe. In der Versteigerung Nummer 5, da könnt ihr ein Set aus 3 Ganzo Firebird-Messern ersteigern. Alle 3 Messer wurden mir von unserem Christoph, dem Schnorres 58, zugesendet. Ich bedanke mich von Herzen für deine erneute Unterstützung, Christoph. Wie immer großartig. Vielen Dank. Es handelt sich dabei um zum Beispiel das F704BK. Das ist noch immer mein Lieblingsmodell von Ganzo, was ganz klar im Hauptanteil daran liegt, dass wir hier ein vorzügliches Mike Snoody Design kopiert sehen. Aber das muss man auch sagen, das wurde halt sehr, sehr brauchbar und für wirklich, wirklich kleines Geld hier kopiert. Ich kann durchaus verstehen, wenn man hier zuschlägt. Dieses Modell selbst befindet sich optisch wie technisch in einem sehr guten, wirklich in einem tollen Zustand. Das zweite Modell, das ist dieses hier, das ist das F753M1 in Orange. Auch dieser Stachel befindet sich optisch in einem Top-Zustand, mechanisch in einem Top-Zustand. Wir haben hier ein sehr, sehr ansprechendes Design. Im Original findet man dieses Modell sehr bauähnlich bei Protec. Auch hier wieder absoluter Top-Zustand, dieses Messer. Und das der dritte Ganzo-Stachel, das ist das F759M in Grün. Dieses an ein Spyderco Delica angelehnte Modell, das gehört wahrscheinlich zu den populärsten Messern von Ganzo und erfreut sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit. Auch dieses Modell hier befindet sich in einem sowohl optisch wie auch technisch absoluten Top-Zustand. Wer also Interesse an diesem Set hat, ihr steigert also alle 3 Messer zusammen, nicht nur eins, der gibt sein Gebot bitte beim Versteigerungskommentar Nummer 5 ab. In der 6. Versteigerung, da gibt es optisch etwas Ungewöhnliches, von der Verarbeitungsqualität hoch beeindruckendes, nämlich das Kubi KU204, ziemlich strange, dieser Stachel hier, definitiv wahrlich nicht mein Beuteschema, aber ich hoffe natürlich, dass sich zumindest 2 Personen hier finden werden, die das anders sehen und die Bock auf dieses Teil haben. Falls dem so ist, dann gebt eure Gebote bitte im 6. Versteigerungskommentar ab. Ich packe euch in diesen Versteigerungskommentar noch einen Link zu meiner detaillierten, genauen Vorstellung zu diesem Kubi mit rein. Da könnt ihr euch dann ein genaueres Bild von dem Messer machen. So viel vorab. Optisch, technisch, mechanisch befindet es sich in einem absolut neuwertigen Zustand. Sehr, sehr außergewöhnlicher Stachel. Und in der letzten Versteigerung Nummer 7, beim letzten Versteigerungsgegenstand handelt es sich in meinen Augen um ein echtes Highlight. Für mich auch das Highlight dieser Spendenrunde hier. Nämlich es geht um das Rocksteed Beetle. Und dieses Messer wurde vor vielen Jahren in limitierter Anzahl von Rocksteed gefertigt und ist schon lange
schon lange nicht mehr beziehbar. Ich möchte mich aufs Herzlichste beim Andreas dafür bedanken, dass er mir dieses Messer für die Spendenkiste zur Verfügung gestellt hat. Das ist wirklich eine unfassbar großzügige Aktion gewesen, Andreas. Danke dir vielmals und beste Grüße gehen raus in die Schweiz an dich. Ich hoffe, bei dir ist alles im grünen Bereich und ich hoffe sehr, dass dieses Modell, ja, dass da einige Euros bei rumkommen. Genau dieses Messer habe ich vor einiger Zeit in einem separaten Video im Detail vorgestellt. Ein jeder, der Interesse an diesem Beetle hat, der sollte unbedingt dieses Video vorab auschecken. Nicht nur um Infos zum Messer zu bekommen, sondern auch um einen guten Eindruck vom Gesamtzustand zu bekommen. Dazu hier nur so viel. Das Beetle befindet sich in einem gebrauchten Zustand und es sind klar erkennbare Gebrauchsspuren vorhanden. Wer also ein optisch top erhaltenes Modell für seine Sammlung sucht, der ist hier definitiv an der falschen Adresse. Und ebenso zu erwähnen wäre auch, dass der Klingenlauf hier schwergängig ist. Spielfreude diesbezüglich kann das Beetle also nicht liefern. Ebenso muss erwähnt werden, die Originalumverpackung, die ist nicht dabei und die Papiere existieren leider auch nicht mehr. Ich verbürge mich hier aber persönlich dafür, dass es sich um ein Original handelt. Und um mal positiv was zu erwähnen, weil all das ist ja auch hier vorhanden. Wir haben einen wunderbar mittigen Klingenstand, das Messer, wenn denn geöffnet, die Klinge, da ist keinerlei Klingenspiel vorhanden, der Liner macht ganz, ganz sauber, dicht, steht wie eine Eins und die echten Rochenhauteinlagen sind durch und durch ein Hingucker für sich. Das Messer kommt hairpopping, sharp im Anschliff zu euch. Zum Anschliff selber, der ist sehr speziell. Wie gesagt, checkt am besten meine Vorstellung dazu mal ab. Und ich wiederhole mich da. Ich hoffe sehr, dass dieses besondere Messer ein paar spendable Bieter findet. In diesem Sinne, bei Interesse, eure Gebote bitte an den Versteigerungskommentar Nummer 7 ranhängen. Jo, und das war's soweit. Video ist ja auch wieder lang genug geworden. Ihr findet, wie schon erwähnt, alle relevanten Infos zum Ablauf dieser Spendenaktion in der Videobeschreibung. Ja, und nun seid ihr dran. Immer her mit euren Geboten. Das war's. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.